Am südlichen Stadtrand von Hamburg hat der texanische Wunderheiler Billy B. Smith sein Zelt aufgeschlagen. Vergangenen Donnerstag, 19 Uhr, über 400 Menschen sind in die improvisierte Kapelle gepilgert. Neugierige, Kranke und Schwerkranke, die alle Seelen wollen, wie Billy B. Smith durch Handauflegen und Gebet heilen kann. Der selbsternannte Cowboy Gottes behauptet, diese Fähigkeit auf dem Totenbett erlangt zu haben. Nach einem Unfall habe ihm Gott über Nacht den gebrochenen Schädel geflickt. Und jetzt heile er selbst durch den Allmächtigen, per Befehl sozusagen. Und vor nicht so langer Zeit, als wir im Norden waren, hier, also in Kiel, hatten wir einen Mann, der hatte Tumor und Krebs im Gehirn. Und wir haben gebetet. Und er war schon blind geworden. Und in diesem Moment dort haben wir keine Veränderung gesehen. Aber bevor er zurückkam, seine Frau hat ihn nach Hause gefahren, also hier nach Hamburg. Und bevor er in Hamburg ankam, waren seine Augen geöffnet, er konnte wieder sehen. Dürfen wir Sie beide auch gerade mal fragen, warum Sie hier sind? Ich habe MS. Ja. Und dann wollten wir uns das mal angucken. Mal sehen, was da rauskommt. Ja, ich möchte etwas über den Glauben an Gott erfahren. Durch Heilung, das habe ich gehört, kann man Gesundung erlangen. Und ich glaube dann daran, ich habe eine Hoffnung durch Jesus Christus. Und mitteilen, was Gott für euch Ritual jeder Veranstaltung, die Verkündung der aktuellen Heilungsquote. Zunächst ruft Billy B. Smith diejenigen auf, die sich bereits unter seine segnenden Hände begeben haben und, wen wundert's, plötzlich kerngesund sind. Letzten Donnerstag war ich hier vorne, denn ich hatte drei Herzinfarkte, eine Herzoperation hinter mir. Und heute Morgen war ich zum Arzt. Und nun kommt das Schönste. Das Allerschönste, Leute. Er sagt, was wollen Sie hier? Sie haben doch gar nichts mehr am Herzen. Und noch ein Ritual gehört zu jedem Auftritt des texanischen Wunderheilers. Bevor er sich der Kranken annimmt, sammeln seine Helfershelfer Spenden ein. Freiwillige, versteht sich. Pro Abend kommen dabei nach Schätzung von Billy B. Smith knapp 2000 Mark zusammen. Es könnten aber auch mehr sein. Erst danach beginnt die Sprechstunde, Fließbandarbeit. Now hers is not as bad. Bei ihr ist es nicht ganz so schlimm. But she also has a disc problem. Aber sie hat eben so ein Bandscheibenproblem. I command right now. Ich befehle gerade jetzt. The vertebrae in her back. Den Wirbel in ihren Rücken. To separate. Dass sie sich auseinanderschieben. And new disc to go in place. Und dass eine neue Bandscheibe dort hineingeht. Uh-huh. Were you in a lot of pain? Hattest du viele Schmerzen? Ja. And it's gone now. Und jetzt sind die weg. Stand up, man. Steh mal auf und untersuch es. Sie sind weg. It's away. Du hast Schmerzen? Ja, ich habe. How long have you had it? Wie lange hast du die schon? Ich habe am Dienstag eine Rippenblockade gehabt. Sie hat something on Tuesday with her ribs. Oh. Okay. I command the ribs. Her legs are the same. Ihre Beine sind gleich. But look at me. Aber schau mich an. I just command all the ribs to go in place. Ich befehle all den Rippen an ihre Stelle zu gehen. Everything. Take a deep breath. Atme mal tief durch. Check it. Untersuch's mal. Ja. Ja. Okay. Okay. Ich danke. Gut, danke. Wirklich? Ganz schnell. Er berührte die Beine und da kehrte eine innere Ruhe ein, von den Schultern bis in die Fußspitzen. Was da nun passierte, kann ich auch nicht erklären. Möchte ich auch gar nicht, denn dafür ist der Glauben da. Auf ein Wunder hofft auch Ingrid van der Meulen. Sie leidet an Muskelschwund. Mediziner sehen keine Heilungschancen, anders Billy B. Smith. Ich befehle, dem rechten Bein. Und jetzt schau mal hin. Und wenn ich es anziehe, dann sagst du es an. Ich befehle, deinem Rückgrat sich auszurichten. Jedem Wirbel und jeder Bandscheibe. Dass dort kein Druck mehr ist auf den Nerven. Schau mich an. And I command right now, und ich befehle gerade jetzt, all the fear to go. Aller Furcht zu gehen. All the fear to go. Aller Furcht zu gehen. I give you the peace of Jesus. Ich gebe dir den Frieden, Jesu. Okay? Okay.
Ganz offenkundig zeigen die Beschwörungsformeln von Billy B. Smith keinerlei Wirkung. Der Wunderheiler ist nicht irritiert. Mangelnde innere Bereitschaft stört den Heilungsprozess. Seine Diagnose: der Glaube ist nicht stark genug. Sie konnten sehen, wie sich die Einstellung der Lady eben verändert hat. Je mehr Heilung sie beobachtet hat, desto stärker wurde ihr Glaube an eine eigene Heilung. Und deswegen ermuntere ich die Menschen, wiederzukommen. Ich gebe ihnen meine Bücher zum Lesen. Mein Job ist, ihren Glauben so weit wie möglich zu festigen und mit ihnen zu beten. Das ist meine Aufgabe. Und wenn die Lady es heute nicht schafft, dann vielleicht morgen. Oftmals müssen die Leute 4 oder 5 Mal kommen und sie sehen zu und hören zu und langsam steigt ihr Glaube. Ich denke mal, jeder, der so eine wirklich eine schlimme Erkrankung hat, der klammert sich an jeden Strohhalm. Und wie gesagt, bin halt offen für alles und muss alles auch versuchen, was einen irgendwo was bringen kann. Wo man eben, ich habe nichts zu verlieren. Billy B. Smith auch nicht. Denn Misserfolge sind ja allein dem Unglauben des Patienten zuzuschreiben. Und im Zweifel findet sich bestimmt ein passendes Bibelzitat. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.